Willkommen zurück in der kaiserlichen Arena im Herzen des Jadereiches. Wir haben in der letzten Folge ein paar Kämpfe in der Bronzeklasse bestritten und ich denke, wir behalten uns doch mal kurz mit dem ersten Verlierer aus dem Kindergarten in der kaiserlichen Arena, dem Hahn, den Glücklosen. Hallo, ich bin Hahn. Auch wenn mich meine Verehrer und, naja, eigentlich alle Hahn den Glücklosen nennen. Das ist gar nicht so schlecht. In den unteren Klassen zu kämpfen bedeutet, dem Verwüster nicht über den Weg zu laufen. Unser derzeitiger Meisterkämpfer hätte seine letzten beiden Gegner fast umgebracht. Wisst ihr, ich versuche die sonnige Seite der Dinge zu sehen. Selbst wenn mich die Leute wegen meiner Niederlagen den Glücklosen nennen. Sind denn Zahlen wirklich so wichtig? Ich meine, es zählt doch der Versuch, sein Bestes zu geben. Gegen euch zu verlieren war eine Ehre, und die Schrammen dürften wohl bald verheilt sein. Was habt ihr also auf dem Herzen? You always look on the bright side of life. Ba, 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 ba. Na, du hast keine weiteren, Vorstellungen davon, was du mir sagen willst, also wär's das vorerst mal. Es ist immer nett von euch, auf ein Gespräch vorbeizuschauen. Viele Leute, die mich in der Arena überrundet haben, sehen mich gar nicht mehr. Ja, wir haben dich gesehen, mit deinem blauen Auge. Jap, jap, jap. Okay, aber wir wollten doch mal kurz mit sanfter Brise sprechen. Ich habe nämlich das Juwel Silberzunge angewählt und jetzt haben wir +6 überall nochmal und den schwarzen Wirbelwind habe ich auch mitgenommen, denn ich hatte erst mal genug von der Begleitung von weitem Himmel. Vielleicht hat er ja auch einige lustige Bemerkungen zu machen. Mir steht jetzt nicht der Sinn nach Gesellschaft. Richter Fang wollte letzte Nacht etwas Neues ausprobieren und ich habe mich noch nicht ganz erholt davon. Ich möchte, dass ihr mir jetzt helft, Richter Fang loszuwerden. Ich will euch doch auch nur helfen. Ich hoffe, Fang bekommt, was er verdient. Aber ihr müsst wohl ohne meine Hilfe auskommen. Nein, 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 nein. Ihr wollt mir helfen, denn wenn Fang weg ist, dann seid ihr endlich frei. Und jetzt ist das auch viel, viel einleuchtender für euch, weil ich eine so wunderbare Zunge aus Silber besitze. Nein, selbst wenn ich ohne all sein Silber leben könnte. Wenn Fang dahinter kommt, sorgt er dafür, dass ich für den Rest meines Lebens um den Tod bettle. Ach, das ist es nicht wert. Mäh, dann vergesst das wieder. Verlasst euch drauf. Wenn ich eins in meiner Zeit mit Fang gelernt habe, dann ist es, Dinge zu verdrängen. Na, okay. Ja, lasst mich jetzt ausruhen. Ich fürchte, es wird wieder eine lange Nacht heute. Wir können sie mit unserem Juwelchen noch nicht aus der Misere ziehen, also heißt das wohl, wir dürfen wieder zurückgehen und ein paar Kämpfe erledigen. Aber gut, naja, meinetwegen. Davor könnten wir aber eigentlich noch mit jemandem sprechen, der hier so... Ja, was machen die Leute hier denn alle? Kiki, wer ist denn hier eigentlich der Meisterkämpfer der Klasse? Viele, viele Kämpfer versuchen, in die Bronzeklasse zu gelangen und scheitern kläglich. Ihr solltet stolz auf euch sein. Ein verdienter Sieg. Es war eine Ehre, mit euch zu kämpfen. Blutrote Kana ist Meisterkämpferin dieser Runde. Ihr werdet ihr eines Tages entgegentreten müssen. Seht euch vor, wenn es soweit ist. Gut, dann werden wir gleich mit ihr sprechen, nachdem wir unseren nächsten Kampf abgeschlossen haben. Als nächstes erwartet euch etwas, das wir die Grube der Gräuel nennen. Kein sehr origineller Name, fürchte ich. Aber schließlich ist er schon 500 Jahre alt. Der Boden der Arena wird mit alten magischen Geräten bestückt, die euch schön kross rösten werden, wenn ihr nicht aufpasst. Das Publikum wird jubeln. Eure Aufgabe ist es, auf den Beinen zu bleiben, während sie tödliche Geschosse auf euch feuern. Ich würde euch empfehlen, auszuweichen, aber das ist eure Sache. Seid ihr bereit? Na klar, wir sammeln unseren Geist und lassen uns auf dieses Abenteuer ein. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Die Doppeldeutigkeit dieser Aussage ist mir gerade erst bewusst geworden. Wir sammeln Geist. Ja. Und sie jubeln uns zu. Die Grube der Gräuel. Nur wer flink ist, entgeht ihrer feurigen Umarmung. Wuhu. Wow. Oh, oh. Verdammter Mist. Okay, hier gilt es wirklich, sich nicht erwischen zu lassen. Jiha! Schubidu.
Muss mal schnell wieder rauskommen dann. Bin ich denn? Huch. 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 Bisschen heilen nochmal schnell. Oh, es wird ein bisschen anstrengend hier. Zwischendurch mal ein bisschen Fokus einsetzen, dann geht das schon. Oh, fuck. Oha! Ach du Scheiße! Au weh, au weh! Hilfe! 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 Nein! Nein! Oh Gott, das war knapp! Das war richtig, richtig knapp! Na, Glück im Unglück? Eieiei. Fantastisch! Ihr habt den Kampf auf Zeit mit atemberaublicher Rasität bestanden. Jetzt werde ich... Euer unvermitteltes, höfliches Verstummen entzückt mich stets aufs Neue, Queen. Ich habe eine Nachricht für Tobender Drache. Kailan, die Schlange, hat euch wie versprochen genau beobachtet. Bisher habt ihr ihn beeindruckt und er ist gespannt, wie euer nächster Kampf verläuft. Die Schlange setzt auf euren Sieg und das sogar in klingender Silbermünze. Er hofft doch sehr, dass sein Glaube an euer Können nicht enttäuscht wird. Das wäre alles. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe mit einigen Leuten zu reden. Ah, na, ich bin sicher, das ist kein Problem für euch. Wolltet ihr mich etwas fragen? Ich bin gerade so froh, dass wir Punkte auf Körper verteilt haben beim letzten Stufenaufstieg. Oh, das war so knapp. So knapp. Nee, das wäre erstmal alles, Ki. Ich will mit der Kana sprechen. Aber bleibt nicht zu lange fort. Kana könnte während eurer Abwesenheit Meisterkämpferin der Silberklasse werden. Na, wir wissen Bescheid. 500 Silber haben wir wieder bekommen. Und was hat denn Kana so zu sagen? Ich grüße euch, ich bin die blutrote Kana. Im blühenden Osten bin ich für mein Können mit dem Schwert bekannt. Ich kam hierher, um meine Fähigkeiten zu prüfen, aber inzwischen habe ich festgestellt, dass hier auch der Wille und die Reinheit des Geistes auf die Probe gestellt werden. Ein bisschen die richtige Stimme hierfür finden. Ihr werdet die Wahrheit hinter diesem Wettkampf erkennen, sobald ihr die Bronzeklasse begonnen habt. Lasst euch von eurem Gewissen leiten, mehr kann ich euch nicht sagen. Joe, der Glückspilz, erwähnte die Gilde. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Hat das etwas mit dieser Wahrheit hinter dem Wettkampf zu tun? Die Gilde hat diese Arena zum Ort seelischer Prüfungen gemacht. Kailan, die Schlange, hat bei ihren Machenschaften hier das Sagen. Seine Gruppe ist nur ein Teil einer größeren Organisation, aber ich finde ihre Praktiken abstoßend. Was könnt ihr mir über die Schlange erzählen? Er ist die wahre Macht hinter Ki, Joe dem Glückspilz und allen anderen. Er beugt die Kämpfer seinen Willen, aber mir beißt er sich die Zähne aus. Kailan, die Schlange, wird niemals das Schwert von blutroter Kana lenken. Welche Rolle spielt die Gilde? Kailans Schlägertruppe ist nur eine kleine Gruppierung innerhalb der Gilde. Sie manipulieren den Ausgang von Kämpfen zu ihren Gunsten. Es gibt Gerüchte, die über Erpressungen und Schlimmeres, aber sollte man eigentlich nicht sprechen über solche Dinge. Warum findet sich das Reich mit der Gilde ab? Unheimhafte Menschen gibt es überall. Zwischen der Gilde und den offiziellen Stellen besteht ein unsicherer Waffenstillstand. Ein ständiger Strom von Bestechungsgeldern hilft bei dieser Beziehung, wie ich gehört habe. Manche glauben, die Los-Assassinen rekrutieren ihre Leute aus der Arena. Eine bedenkenswerte Theorie. Unterstütze ich mit meiner Klinge die Assassinen, die meine Heimat bedrohen? Ich hoffe nicht. Okay, das sind ja interessante Neuigkeiten. Das mit den Assassinen wussten wir natürlich schon. Das hat uns ja der Seidenfuchs schon erzählt. Und der Hinrichter-Rekrutierer ist ja sehr an uns interessiert, an unserem Vorkommen, wenn wir denn die Silberklasse gewinnen. So, das wären erstmal vorerst alles. Mögen euch eure Kämpfe Frieden bringen. Ja, mögen sie das wirklich tun. Denn nun würde ich sagen, schmeißen wir uns... Moment, wir sind schon wieder geheilt worden. Wer ist denn dafür verantwortlich? Gibt es hier irgendwo einen Doktor? Doktor Ahn? Doktor Frieden? Hallo? Faszinierend. Wie überaus interessant, euch hier zu treffen. Das Schicksal hat mir zwar in jungen Jahren das Augenlicht genommen,
aber ich kann die Energie in euren Meridianen fühlen. Eindrucksvoll, aber auch irgendwie seltsam. Was ist denn so seltsam an meiner Energie? Ich weiß nicht, was genau es an euch ist, aber ich würde sagen, ihr seid ausgebildet worden wie kein anderer Krieger hier. Eines weiß ich allerdings. Einige der Techniken, die von den sogenannten neuen Schulen entwickelt wurden, hätten erstaunliche Auswirkungen auf jemanden mit eurer Energie. Was für neue Schulen? Darf ich mich erst einmal vorstellen? Ich bin Dr. Ahn, Akupunkteurin. Ihr nehmt an den Kämpfen der Arena teil, nicht wahr? Man sagt, ihr seid eines der vielversprechendsten neuen Talente. Aber ich sollte nicht so viel plappern. Was kann ich für euch tun? Doktor, sagt, ihr seid Doktor. Erzählt mir doch von eurer Arbeit hier. Bastelt ihr alle wieder zusammen, also schnürt mit Nadel und Faden? Und passt ihr auch gut auf, weil es könnte Narben geben? Die Akupunktur heilt den Körper, indem sie seine eigenen Energien freisetzt. Es gibt noch andere Anwendungen, welche das Wissen um die Druckpunkte des Körpers voraussetzen. Ich setze diese heilenden Energien frei, indem ich Nadeln sehr präzise in die Haut einführe. Das ist eine große Kunst. Die Akupunktur ist nebenbei bemerkt auch eine der ältesten Wissenschaften. Man studiert sie schon, seit es das Kaiserreich gibt. Diese Studien kommen den Kämpfern der Arena sehr zugute. Wie könnt ihr denn die Akupunktur ausüben, wenn ihr doch blind seid? Wie kämpft ihr im Dunkeln? Solche Dinge lernt man durch Studium und Disziplin. Die Nerven der Hand sind unglaublich empfindsam. Die Augen hingegen lassen sich schon vom Licht allein ablenken. Ich würde nicht sagen, dass es ein Geschenk war, von klein auf blind zu sein. Aber ich habe dafür gesorgt, dass es auch keine Bürde wurde. Na, das ist gut. Wie funktionieren diese Behandlungen? Meine Techniken zur Freisetzung eurer ungenutzten inneren Energien sind neuer und etwas radikaler. Doch selbst sie werden bereits seit einem Jahrhundert erforscht und sind in langen Jahren der Praxis vervollkommnet worden. Das klingt interessant. Erzählt mir mehr darüber. Um es einfach auszudrücken: Euer Körper besitzt unglaubliche Energien. Wenn einige davon aus dem Gleichgewicht geraten, kann der Körper krank werden. Die Akupunktur löst Blockaden in den Körpermeridianen, natürlichen Kanälen, durch welche sich die Energie bewegt. So erhält der Körper sein Gleichgewicht zurück. Genau, nämlich das Yin und das Yang müssen immer im Gleichgewicht sein, damit man auch gesund bleibt, so zumindest nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und wie könnt ihr damit dann die Leute stärker machen? Die neuen Schulen haben Wege gefunden, die Energiekanäle des Körpers zu optimieren und euch dadurch stärker zu machen, als ihr es normalerweise wäret. Ihr müsstet den Aufbau eurer kämpferischen Fähigkeiten praktisch aufgeben, um sie besser zu verstehen. Doch ihr habt andere Fähigkeiten zu vervollkommnen. Okay, dann... Was könnt mir eure Fähigkeiten nutzen? Der kundige Einsatz meiner Nadeln steigert eure Kraft, stellt eure innere Vitalität wieder her und setzt Energien frei, die ihr in eurem Körper nie vermuten würdet. Das Einzige, worauf meine Nadeln offensichtlich keinen Einfluss haben, ist eure innere Magie. Wie es scheint, sind selbst der Akupunktur Grenzen gesetzt. Namentlich unserer Seele? Da wollen wir doch mal sehen, was ihr so zu verkaufen hat. Aber gern. Seht her. Da sehen wir die verschiedenen Akupunkturtechniken. Reiner Körper und klarer Geist. Gesundheit plus 15 plus 5 Fokus. Oder wir nehmen plus 10 Gesundheit, haben aber dann minus 2 Qi. Und es geht dann eben so weiter. Plus 10 Fokus. Ich würde die ja gerne alle kaufen irgendwo. Aber ich habe nicht vergessen, dass wir noch nach Tiens Anleger gehen wollten und uns da den... Ja, diesen neuen Stil holen wollten mit dem Stock. Aber ich glaube, 2500 können wir schon mal ausgeben für ein bisschen Fokus. Das dürft dann auch wieder unseren... Obwohl, nee, das zieht nicht unsere Intuition nach oben. Dafür müssten wir dann in Geist Punkte verteilen. Aber immerhin haben wir jetzt mehr Fokus. Wir haben ja vorhin gemerkt, dass der unglaublich nützlich sein kann.
Und dann würde ich sagen, können wir noch mit jemandem sprechen? Eher nicht. Haben wir hier noch irgendwas zu tun, mit einem Menschlein zu palavern? Sanfte Brise will ja immer noch nicht mit uns wirklich sprechen. Aber hier sind Spieler, Dao Shen der Spieler, allerhand Spieler, Gäste und Gäste. Hier sehen wir nochmal den Richter Fang, diesen perversen Fiesling. Wir könnten doch einfach diesen Käfig nach unten auf ihn fallen lassen, ihn dort einsperren und dann für immer da drin lassen. Ja, da erscheint auch schon das Heiligzeichen über uns. Das ist also eine gute Idee, eine sehr gute Idee. Und wie wir das am besten schaffen, hoffe ich doch, erfahren wir in der nächsten Folge aus dem Jadereich. Bis dann!